Dann wieder herzlich willkommen zu einer neuen Opening hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass du da draußen wieder zuschaust und danke an alle, die das letzte Video mit einer positiven Bewertung bewertet haben. Und gar nicht lang schnacken, rein in den Zenit-chronischen Nacken. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Shiny. Es ist mir momentan sogar egal welches. Mewtwo Reverse und Vylord. Vylord als Shiny wäre verdammt cool. Würde ich mich echt drüber freuen. Da ist es! Da ist es! Ein strahlendes Akku. Wir haben eigentlich fast mit Ansage unser erstes Shiny gezogen. Ja, ich bin froh, ich bin zufrieden und deshalb echt cooles Artwork. Akku ist sowieso ein cooles Pokémon. Und nochmal hopp hinterher. Kein guter Trainer, aber ein Trainer. So, und es bleibt spannend mit Diam aus der Hisui-Region und Trumpus Pector. Der flext. Der flext richtig ein mich. Go, 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 go. Oh, ein Blitzdiegel, Reverse und ein Cupidos. Danke. Oh, und es bleibt spannend. Es bleibt spannend mit dem Doppelhitpack. Diancy in einem endgeilen Artwork. Bei den Karten freue ich mich schon, wenn wir den Silberrand kriegen. Die werden dann viel hochwertiger aussehen. Und ein Glurak. Guck mal, da ist der Fanservice Boy. Haben wir den auch mal gezogen? Nicely. So, die Buddelbrüder in Reverse. Auch wenn die nicht wirklich wie Brüder aussehen. Aber hey, wer will ich darüber zu urteilen? Und Hentai Holo. Sehr schön, wirklich sehr schön. Und dann noch eins. Noch eins, noch eins. So. Dann haben wir hier Keldeo Full Art. Wieder dieses sehr schönes Aurora Borealis Artwork. Und das zu dieser Jahreszeit in dieser Region. In unserer Küche. Und noch ein Hopp. Und wir hoppen weiter direkt zum nächsten Booster. Wir machen auch wieder einen neuen und dann irgendeinen anderen Booster, damit wir die Einzeldinger mal loswerden. Erstmal gibt es nochmal einen Diancy. Und Galamauzinga. Ja, das Ding ist einfach so cool. Eine Wikingerkatze mit Vollbart. Wer feiert das bitte nicht? So, wir haben die Kampfenergie-Holo. Hübsches Ding. Und nochmal ein Ramot. Ramot freue ich mich ja drüber. So. Raus. Und dann öffnen wir doch mal unser eines verlorenes Ursprungsding. So, guck mal hier, die Banditenschwestern, Meditalis und Papinella Reverse. Und mit einem Yugong gehen wir raus. Das war doch schon mal, ich bin zufrieden. Wir haben Glurak gezogen, wir haben unser erstes Shiny gezogen, wir haben Yugong gezogen. War ein ganz guter Puls dabei. Ich danke euch wenigstens fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.